Recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Simotrans Kooperation, und zwar die Folge Nummer 61. Ich habe hier das Fenster aufgemacht und habe hier den Zug, den wir letztens da auf Nichtladen gesetzt haben, wieder reingeholt. Nicht, dass wir den nachher vergessen, wenn der leer ist, weil dann hätten wir ein Problem, der fährt dann noch mehr miese ein, das wollen wir nicht. Hier hatten wir letztes Mal geguckt, Göttingen, Hildesheim fährt er hin, und da wollten wir keinen Zug draufsetzen, weil wir gesagt haben, okay, das wird es nicht sein. Gucken wir mal weiter. Wir wollten Nürnberg machen. Ist die Frage, wie wir nach Nürnberg kommen. Wenn da Göttingen ist, dann ist das bestimmt nicht die Strecke dahin. Da haben wir Erfurt. Gucken wir mal gerade einmal auf den Bahnsteig hier in Erfurt. Nach Göttingen wollen wir 215, aber die andere Richtung war nicht so dolle. Gut. Ja, ich glaube, wir müssen weiter runter. Und sogar ein bisschen mehr links, würde ich fast sagen. Wir werden es gleich sehen. Da ist eine Strecke. Und das könnte die Strecke nach Nürnberg sein, oder? Sieht so aus. Ich glaube, hier vorne müsste jetzt gleich Nürnberg sein. Da ist Nürnberg. So, gucken wir rein. Ingolstadt, das bauen wir dann mal um. Welche Linien fahren ja oder fahren mehr? Und der Museumszug ist klar. Nürnberg Linie 1 ist auch klar. Das hier ist unser Zug, den wir haben wollen. Den wollen wir umbauen. Ja, das trifft sich ja gut, dass da zwei Züge drauf sind. Dann brauchen wir nämlich eigentlich nur einen. Was macht denn unser Museumszug gerade? Wollte ich doch mal wissen. Der tuckert da so fröhlich vor sich hin. Da ist er schon. Jetzt nehmen wir ihn an. Hat nur 7 Passagiere. Der könnte also definitiv auch mehr laden, ne? Fährt dann minus ein. Und wir werden jetzt mal ganz einfach die Linie hier verändern. Und lassen ehrlich gesagt Erlangen einfach raus. Löschen wir raus. Nürnberg. Auch nochmal so. Nürnberg-Ingolstadt haben wir dann nur noch. Das passt dann. Lassen die beiden da fahren. Gucken gerade einmal, ob das funktioniert. Müsste eigentlich, ne? Ja, hier ist ja schon überall zweispurig, ne? Ja. Und der Museumszug ist dann voll zu Gange. Den lassen wir mal hier gerade offen. Gucken, wie sich die Fahrgastzahlen da ändern bei ihm. Nürnberger Bahnhof haben wir dann. Der fährt gerade vor und es steigen wie viel ein? 2. Vielleicht haben die es noch nicht mitgekriegt, dass kein anderer Zug mehr nach Erlangen fährt, aber Nürnberg ist halt diese Richtung und ja, der Rest. Lass uns mal gerade schnell nach Erlangen gucken. Wir stehen denn da am Bahnhof und wollen nach Nürnberg. Ach, das kann der kleine Zug alleine schaffen. Da brauchen wir gar keinen mehr. Alles klar. Und die anderen, die stauen sich ja. Und Richtung Dresden ist natürlich auch. Und Chemnitz und noch mehr Dresden. Das heißt, da ist dann die nächste Strecke, die wir bearbeiten werden. Ja, das ist... Ich glaube, mit C fing das an, mit Chemnitz, oder? Chemnitz, Dresden, Nürnberg, da ist er. Da fährt der voll beladen, 270 Fahrgäste, macht 20.000 plus und hier 41.000 plus. Wow, auch voll beladen. Das erscheint mir dann, dass es auf der Strecke Sinn macht. Also Nürnberg haben wir ja offen, das ist der. Da warten 500 Dresden, Chemnitz, die fahren da alle hin. Chemnitz warten Nürnberg auch reichlich. Das heißt, die Strecke ist definitiv sinnig auszubauen, wahrscheinlich. Und in Dresden sind die wenigsten. Das heißt, wir werden jetzt die Strecke Dresden-Chemnitz neu erschaffen, denke ich mal. Warte mal, da sollten wir... Das ist Nürnberg. Das ist Chemnitz. Machen wir eine neue Strecke erstmal. Da drauf, neue Linie, und zwar von dort nach Dresden.
glaube, so ein bisschen nördlich war das, ne, oder? Ja, da könnten wir auch mehr Fahrgäste haben, wenn wir den Bahnhof besser anschließen würden, ne? Gut, aber die Strecke steht jetzt erstmal. Chemnitz, Dresden. Und passt. Jetzt müssten wir nur von der anderen Strecke gucken, wo da einer ist. Ich glaube, der fährt nach Nürnberg. Genau, den also nicht. Und der zweite fährt nach Chemnitz. Das heißt, den sollten wir vielleicht dann fahrplanmäßig umstellen auf die neue Strecke. Chemnitz-Dresden, der fährt jetzt sowieso nach Chemnitz, dann passt das. Das hat keiner gemerkt, dass er dann nicht mehr da verkehrt. Gut, das passt. Und dann würde ich sagen, machen wir den mal nach unten. Dann ändern wir diese Linie. Nehmen wir Dresden raus. Dresden raus. Dresden raus und los geht's. So, der fährt. Und dann müssten wir noch hier das Dresden rauslöschen. Passt. Und dann müssen wir überlegen, das ist eine lange Strecke. Und ich glaube, wir haben hier noch genug Möglichkeiten, da noch eine Lok. Ich glaube, wir können da sogar zwei draufsetzen, meines Erachtens. Fünf, sechs, sieben. Und der fährt Chemnitz-Dresden nicht, sondern Chemnitz-Nürnberg. Und den werden wir kopieren und dann starten. Und starten. Und aufnehmen und Fahrplan gucken, dass der erstmal nach Nürnberg fährt, was er nämlich nicht tut. Gut. Zweite ist genau das gleiche in grün, der fährt dann erst nach Nürnberg. So, aber kriege ich den noch am letzten Hintern? Nein, geht nicht. Habe ich das Fenster offen gelassen? Nein. Ist das jetzt hier unser neuer Zug? Nee, das ist nicht unser neuer Zug, sondern... So, der hat schon 210. Die beiden wollte ich dann da unten mal beobachten, was die machen. Er fährt hier nach Chemnitz und nach Dresden. Er ist immer noch nicht leer. Hier haben wir den Museumszug, der jetzt 6 Fahrgäste hat. Wartet gerade, bis der da vorbeigefahren ist. Aber ich glaube, das kriegen wir dann noch mit. In Nürnberg auf dem Bahnsteig stehen noch 1186 Leute. Ja. Damit haben wir das auch. Wäre zu überlegen, ob man nicht sogar noch einen Zug mehr nimmt. Ingolstadt ist die andere Richtung, das passt schon. 24 Sack Post warten da. Da kommt schon der zweite. Okay, der ist noch nicht gestartet. Ja, jetzt darf der Museumszug dann doch endlich auch mal fahren. Ja, Bilanz mal reingucken können wir gerade mal machen. Ja, sieht schlecht aus. Und ja, steigt nicht mehr. Fällt eher. So schlecht war es noch nie. Und der 30. November ist gerade. Super. Oh. Haben wir ordentlich miese gemacht. So. Voll, beide voll. Und er hier hat gar keine Passagiere, oder wie sehe ich das? Ja, da müssen wir gucken, wie es wird. Da sind jetzt 976 Fahrgäste, die da warten. Ich glaube, den Bahnhof können wir zumachen.
Was macht er? Warum fährt er nicht? Wie ist denn der Fahrplan hier? Ganz normal. Ah, jetzt fährt er auch. Okay. Er ist immer noch nicht leer. Ist immer noch unterwegs. Was war hier unten? Ach, Chemnitz-Dresden, das war die neue Strecke da hinten. Ah, da ist mit Post natürlich jetzt kein Zug zugange. Das ist natürlich auch nicht so dolle. Der hat keinen Post und der auch nicht. Das sind aber auch zwei neue auf der Strecke, ne? Da haben wir noch den hier und der fährt mit Post durch die Gegend. Ja, das heißt, Dresden wird gerade nicht die Post weggebracht. Schicksal. Und er fährt irgendwo da lang. Was machen wir jetzt? Achso, da, da müssen wir mal nach hier fahren und da ist Chemnitz. Ja. Dresden, sollten wir da jetzt noch eine Kutsche fahren lassen? Der Zug rentiert sich momentan noch aufgrund, dass er die alte Route da noch dran hat, finanziell. Ja. Nee, das ist der falsche. Den brauchen wir. Und den. Und das muss hier hin. Wir decken vier Häuser mehr ab. Würde natürlich was in die Kasse des Zuges bringen, ne? Ich glaube, das machen wir mal. Depot kostet natürlich auch Geld, ne? Stellen wir da hin. Und machen wir eine Kutsche dann. Doppelspänner. Da. Fahrplan. Von dort nach dort. Neue Linie. Dresden. Ach so, warte, da muss ein SB vor. Können wir es so lassen, ist nur einer da. Und starten. Können wir gleich mal reingucken, was er da macht. Hier ist natürlich ein riesen Wohnhaus, ne? 1 und 1, wunderbar. 118 Passagiere warten da jetzt nach Chemnitz, auch gut. Die werden natürlich jetzt auch schneller abtransportiert in Zukunft, ne? Weil der Zug öfter fährt. So, 210, hier haben wir auch 210 und da haben wir auch 210. Hier sind es 164. Oh, guck mal da. 62 Passagiere sitzen da drin, die von Erlangen jetzt nach Nürnberg fahren, beziehungsweise umgekehrt. Von Nürnberg nach Erlangen. Ja, da müssen wir aufpassen, dass das klappt. Die Kutsche ist jetzt gerade einmal angekommen, hat keine Fahrgäste aufgenommen. Ja, die wird sowieso miese fahren, ne? Aber das ist. Das Entscheidende ist, dass sie zu dem Bahnhof die bringt. Und da geht dann das Geld mit der großen Lok. Eigentlich. Ja, schon wieder vollgeladen. Auch in Nürnberger Richtung. Jetzt fahren die alle über den Museumszug. In schlechten Zeiten muss sowas auch gehen. Er ist immer noch nicht so weit. Postkutsche, wie weit ist die? Hat zwei Gäste gekriegt, auch schön. Okay. Ja, ich glaube, ich gehe mal in die Linienverwaltung nochmal rein und gucke mir das hier nochmal alles an. Na, hier haben wir auch noch einen. Karlsruhe, gucken wir da mal rein, was Karlsruhe so macht. Karlsruhe Rathaus hat über Mannheim die meisten. Mannheim Rathaus nach Stuttgart, nach Freiburg, nach Basel fast keiner.
Ist ein Zug drauf und der fährt auch miese ein. Das meiste Geld macht er wahrscheinlich in Mannheim, der Karlsruhe-Mannheim die Strecke, ne? Und der fährt jetzt gerade, glaube, wo lang? Ach, der fährt gerade nach Karlsruhe, ne? Nach Mannheim fährt er gerade. Okay, das wäre ja gar nicht mal so schlecht. Dann müssten wir ihm nur gleich mitteilen. Doch runter, da ist das Depot in Stuttgart, ne? Aber wir gehen wir nochmal gerade nach Mannheim. Wir warten denn da? Ach so, das ist ja schon der Bahnhof. Freiburg ganz viele, Karlsruhe, also da würden 500 Leute auch so fahren wollen. Nach Basel auch ganz viele, runter fahren ganz viele, aber nicht hoch. Oder? Habe ich ja nicht geguckt. Karlsruhe stand da nicht so viel, da standen nur 50 und 10 irgendwie. Das heißt, wir basteln mal gerade eine neue Linie. Und zwar Mannheim nach Karlsruhe. Oder Karlsruhe-Mannheim, kann man auch so sehen. Dahin. Passt. K-A-M-A. Neue Linie gemacht. So, und dann müssen wir aus Stuttgart einen Zug holen, aber da müssen wir aufpassen, dass der gleich abgebogen ist, ne? Kann das sein? Da ist überall eingleisig, ne? Na, hier oben ist eine Ausweiche, aber da steht auch schon einer. Gut. Ist der uns das da nicht blockiert? Pforzheim ist auch noch da. Okay, da ist eine Ausweiche. Dann lass uns mal gerade den Zug schon mal machen. 1, 2, 3, 4, 5, 6 und einen davon. Und der geht auf die Reise nach Karlsruhe-Mannheim. Dieser. Lass mal den schon starten. Ich denke, das müsste klappen. Gut. Dann können wir da zumachen und dann Karlsruhe. Ne, wo war das denn jetzt? Die lange Strecke. War die weiter oben? Die war weiter oben, oder? Da ist sie. Die Linie ändern wir dann. Und nehmen da Mannheim raus. Mannheim weg. Und dann muss natürlich auch Karlsruhe einmal weg. Karlsruhe, Freiburg, Basel, Freiburg. Ja, das passt. Ich glaube, das funktioniert dann besser, oder? Sein Fahrplan ist jetzt wohin? Nach Karlsruhe, denke ich mal, ne? Ja, das passt. Haben wir gemacht. Hier unten sind noch 86 im Zug. Ach so, wir sind jetzt natürlich... Da muss ich gerade hin. Den Zug, den wir losgeschickt haben, den müssen wir gerade noch... Den Filter will ich nicht. Ja, der muss zu, sonst funktioniert es nicht, sonst kann ich nicht darüber. Wie sieht es denn hier aus? Ja, ganz, ganz mager in Pforzheim, aber das ist auch nur ein Zwischenhalt, der dann weiterlaufen kann. Ist da einer draußen? Nee. Wo ist denn der Zug? Ach, dann ist es dieser hier, ne? Ja, okay. Den haben wir auch neu gemacht. So, hier haben wir einen leer, der... Oh, oh, wo muss der denn hin? Gute Frage, ne? Fahrplan ändern. Der kriegt... Ulm-Ingolstadt, glaube ich, ne? Lass den jetzt erstmal da fahren. Der kann dann laden.
Obwohl, das in Ingolstadt ist das Problem. Aber da sind Umsteiger. Aber trotzdem, Ulm, Rathaus sind die meisten. Und die 410, wo fahren die hin? Auch nach Ingolstadt. Okay, das passt dann schon. Diese Linie schaffen wir ab. Schon wieder was kürzer geworden, ne? Stuttgart-Reutlingen war auch auf der Linie. Ach Gott, Herr Jemine, da könnte dann auch noch ein Zug wahrscheinlich mehr. Reutlingen. Und umgekehrt, die 500, wo wollen die hin? Die wollen nach Ulm, aber nicht nach Stuttgart, okay. Oder lassen wir nochmal dahin, gucken wir uns nochmal an. Aber warum fahren die hier so viel Miese ein? Ach, das ist der Falsche, ne? Der ist der Richtige. Aber der fährt auch Miese ein. Wo ist denn der? Ah, ich weiß, wo das Problem ist. Oh, da müssen wir aber schnell was ändern hier, ne? Da muss eine Weiche hin. Da muss schnell eine Weiche hin. Der fährt ja bis ins Sankt-Nimmerleins-Tag da. Da kommt so ein Signal hin. Der kann hier nicht drehen. Der fährt bis da unten, bis nach Ulm fast. Da oben ist das gleiche in grün. Dieses Signal, ist das nicht über? Ich glaube, das Signal kann weg. So, jetzt ist das jetzt. Ja, das ist ja voll doof, ne? Gut, dass wir das noch gesehen haben. Auch so ein Faktor, der Geld kostet, ne? Gut. Wo ist denn der jetzt? Fährt der hoffentlich nach Ulm hin oder wo fährt der hin? Nach Reutlingen? Ulm, Ingolstadt, okay. Ja, das Städtchen sieht schon ganz gut hier aus, ne? Okay, das passt aber. Gucken wir mal durch. 104, der Museumszug ist jetzt aber nicht voll. Aber, okay, das ist ein neues Jahr angefangen, deswegen ist die Zahl hier besser geworden. Ja, können wir... Wo ist er denn? Ja, kurz vor Nürnberg, den gucken wir gleich nochmal kurz an. Hier ist jetzt gerade Passagiere zugenommen worden, eingestiegen. Okay, das ist jetzt die Stuttgart-Reutlingen-Route. Ja, da wird sich das dann hier wohl verbessern, würde ich hoffen. Das kann zu. Die Kutsche macht natürlich Minus, aber fährt uns zwei Passagiere immer schön zum Bahnhof, damit die Linie da besser bedient wird. Ich muss mal ganz schnell auf der Lupe, sonst habe ich nachher was aus Versehen abgerissen. Ulm-Ingolstadt haben wir noch einen draufgesetzt. Können wir jetzt nicht sehen, was der macht. Hier haben wir 210, voll, fährt. Plus ein, würde ich jetzt sagen, ist aber gar nicht so. Ah, das ist jetzt, weil wir gerade erst Januar hatten, ne? Und das ist eine lange Strecke da. Komm, das wird schon sich noch rentieren nachher. Karlsruhe, Mannheim, wo steht er denn? Karlsruhe, kurz davor. Wie ist sein Fahrplan? Nach Mannheim. Ich glaube, das ist auch gut so, ne? Weil der fährt ja jetzt nach Freiburg darunter, oder? Ach, den habe ich noch irgendwo offen. Oh, guck mal, die Linie müssen wir anders machen. Also anders nicht, sondern nur das Mannheim muss hier weg. Karlsruhe, Freiburg, Basel, Freiburg, passt. Das läuft. Der ist auch voll geladen, fährt jetzt da um die Ecke. Und er hier, wo fährt er als erstes hin? Ach, der ist ja auch offen, ne? Fahrplan ist Karlsruhe, Mannheim. Dann lassen wir erst nach Karlsruhe fahren. Und hier haben wir... Ja, das ist der Dresdner da hinten, ne? Da, wo wir die Kutsche eingerichtet haben. Wie sieht's denn hier am Bahnhof aus? Ja, 210. Ich glaube, das mit der Kutsche war nicht verkehrt. Das wären hier mehr. Jetzt müssten wir nur gucken.
Sieht in Chemnitz aus, nach Dresden. Ja, 3 Passagiere nach Dresden, super. Gut, ist alles im grünen Bereich. Das ist auf jeden Fall besser wie das, was wir vorher hatten. Er fährt mit 11 Passagieren durch die Gegend. Macht gleich Plus, glaube ich. Hier haben wir schon 17.000 plus. Aber die sind noch von alten Zeiten, glaube ich. Oder? Ne, eigentlich kann es nicht sein, weil er hatte ja eben 1. Januar. So, hier geht es jetzt auch ein Plus. 89, 92 miese. Und jetzt steigen gleich die 11 aus und dann geht es ins Plus, oder? Gucken wir mal. Ne, 55. Aber er hat jetzt 62 Fahrgäste. Stuttgart-Reutlingen. Achso, das war jetzt der Zug, ja, der jetzt in Reutlingen in Stuttgart ankommt. Und der dann die kurze Strecke fährt, neuerdings. Das war auch ein Deal. Hier passiert nichts. Karlsruhe. Achso, Karlsruhe, Mannheim. Der fährt jetzt nach Karlsruhe, ne, oder? Ja. Er ist schon wieder auf dem Rückweg nach Erlangen. Und wir stehen da für Nürnberg. 3. Ja. Ist so. Das will ich jetzt gerade noch sehen. Aber der müsste ja ins Plus fahren jetzt, ne? Guck mal, zack. Ja, 88 Euro im Plus. Das war makaber, ne? So. 180 Passagiere, Stuttgart-Reutlingen. Karlsruhe-Mannheim fährt gerade weiter. Hier hat er 16.000. Und ist gerade voll geladen, okay. Nee, voll nicht, 58 Passagiere. Wo geht denn hier der nächste Zug noch hin? Nach Berlin. Aber da ist nichts los. Ja, gut, Zeit ist auch schon wieder rum. Wir haben 17 Millionen Miese. Das sieht ganz schlecht aus. Ja. Gucken wir hier gerade rein. So eine Monatsübersicht. Da war mal ein guter Monat zwischen. Der hat uns 200.000 gekostet. Ja. Weiß nicht, ob das Umbauen das uns alles weiterhilft. Ich kann es nicht sagen. Gut, aber ich würde sagen, für die Folge soll es erstmal wieder reichen. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.